Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat das Verdienst der Grünen, dieses Thema erneut und in der Tat so explizit auch auf die Tagesordnung gesetzt zu haben, wohl wissend, dass wir uns mit Grundfragen von Menschenrechtsverteidigern schon im vergangenen Jahr beschäftigt haben, am Ende des letzten Jahres, und dass wir das als Schwerpunktthema haben, auch im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Dass sich NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, dass sich die Zivilgesellschaft in einer Demokratie entfalten kann, ist grundlegend für die Demokratie wie die Luft zum Atmen. Und die Frau Kollegin Schulz-Ascher hat Civicus schon zitiert und erwähnt, die festgestellt haben, dass es allein zwischen dem Sommer 2014 und im Sommer 2015 96 Eingriffe in die Rechte von solchen Nichtregierungsorganisationen weltweit gegeben hat. Und deswegen will ich aus dem Antrag kurz zitieren, der verabschiedet worden ist Ende des letzten Jahres. Der Kollege Fabricius hat es schon erwähnt, damit sozusagen klar wird, wie auch immer wir mit dem grünen Antrag umgehen, dass es ein Konsens ist in diesem Deutschen Bundestag, sich um solche Fragen zu kümmern. Wir haben also in dem Antrag beschlossen, in immer mehr Staaten werden zivilgesellschaftliche Spielräume systematisch eingeschränkt und damit auch die Handlungsmöglichkeiten von Menschenrechtsverteidigern. Der Deutsche Bundestag sieht mit wachsender Sorge, dass sich diese Entwicklung in den vergangenen Jahren verstärkt hat. Und das haben wir hier auch fraktionsübergreifend beschlossen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns weltweit, aber natürlich auch im eigenen Land, jedem Versuch entgegenstellen, Zivilgesellschaft zu drangsalieren, Menschenrechtsorganisationen, Journalisten, aber auch Satirikern über den Mund zu fahren, sie mundtot zu machen. Rede, Presse und Meinungsfreiheit sind wirklich die Selbstversicherung für jede Demokratie. Nach dem aktuellen Index von Freedom House, auch das ist gerade schon erwähnt worden, gab es in den letzten 10 Jahren sage und schreibe 105 Länder, also die Mehrheit auf der Welt, die Rückschritte bei bürgerlichen und politischen Rechten vorgenommen haben. Und da kann sich dann in der Tat jeder seine Rosinen rauspicken. Ich versuche das, vielleicht gelingt es mir nicht immer, aber nicht zu tun. Das kann man nämlich lassen, weil wenn man sich mal die Länder anguckt, diese 105, dann sieht man alle Länder der Welt mit rechten Regierungen, linken Regierungen, egal welche religiöse Ausrichtung, in allen Teilen der Welt, wo es solche Gesetzgebung gegeben hat. Und es tut mir ganz schrecklich leid, aber es ist nun mal so, dass als eine Art negativer Vorreiter nun mal Russland anzusehen ist, die mit der Klassifizierung als ausländische Agenten von NGOs ein bisschen einen Trend, leider einen negativen Trend für andere Länder gesetzt haben. Aber man könnte diese Liste, ohne die Länder miteinander vergleichen zu wollen, eigentlich ziemlich lange fortsetzen. Behinderungen gibt es in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Es sind schikanöse Finanzkontrollen, wo plötzlich NGOs überprüft werden, ob sie denn ihre Finanzgeschäfte ordentlich abwickeln. Es sind Einschüchterungen und Diffamierungen. Es sind Überwachungen bis hin leider auch zu Kriminalisierungen, wo Menschen wirklich dann auch am Ende im Gefängnis landen. Und solche besonderen Gesetze gibt es in China, gibt es in Indien, größte Demokratie der Welt, gibt es in Ägypten, gibt es in Ecuador, wo vor kurzem eine Delegation des Deutschen Bundestags abermals nicht einreisen durfte, weil sie sich dort mit kritischen Aktivisten, den Yasunidos unter anderem, treffen wollte. Das gibt es in Israel, wo B'Tselem, Breaking the Silence, Al-Haq aktuell Probleme haben. Leider aber auch ist es natürlich nicht so, dass es in den palästinensischen Gebieten irgendwie besser wäre, ganz im Gegenteil. Wir haben es aber leider auch in Ländern der Europäischen Union. Wir haben die Situation in Ungarn, wo der Ministerpräsident Orbán von gekauften politischen Aktivisten geredet hat und wo es dann zufällig im Jahr 2014 bei 49 Nichtregierungsorganisationen Finanzprüfungen gegeben hat. Was passiert da eigentlich weltweit? Der Kollege Fabricius hat ja auch die positiven Entwicklungen genannt. Und in der Tat, seit 1970 haben wir eine Entwicklung von Demokratien. Demokratien sind wie Pilze aus dem Boden gesprossen, kann man sagen. Wir hatten 35 Demokratien 1970. Wir haben heute 110. Myanmar ist vielleicht ein aktuelles, von Ihnen benanntes, positives Beispiel. Und wir haben eine spannende Studie, auch auf die ist, glaube ich, schon hingewiesen worden. Eine spannende Studie des German Institute of Global and Area Studies, GIGA, wo mal analysiert wird, was könnte denn eigentlich der Hintergrund sein dafür, dass in den letzten 10 Jahren, wie es vorhin schon benannt wurde, es in so vielen Ländern der Welt solche restriktiven Gesetzgebungen gegeben hat. Und das hat was wohl mit der Angst vor Veränderungen zu tun, die es gegeben hat und die es vielleicht geben könnte. Angst vor Regimewechsel, nicht nur rund um den arabischen Frühling.
eine gewandelte Protestkultur, die soziale Netzwerke nutzt, wo viele Regierungen nicht wissen, wie gehen sie eigentlich damit um. Wir haben die Debatte um die Terrorabwehr, wo leider auch gestandene Demokratien problematische Gesetzgebungen auf den Weg gebracht haben. Wir haben aktuelle populistische Abwehrreaktionen im Zusammenhang der Flüchtlingsdebatte. Und ich glaube, das gehört auch dazu, wir haben eine wachsende soziale Spaltung, jedenfalls in vielen Gesellschaften der Welt, die dazu führt, dass Menschen weniger teilhaben können an gesellschaftlicher Entwicklung und auch damit der Raum für gesellschaftliches Engagement geringer wird. Im Grünen Antrag sind viele richtige, vernünftige Forderungen. Ich habe es gerade schon gesagt, eine ganze Reihe von Forderungen, die könnte man einzeln aufzählen, sind im letzten Jahr hier schon beschlossen worden. Wenn man das übereinanderlegen würde, würde man viele Gemeinsamkeiten jedenfalls finden. Ich will vielleicht aber zwei Dinge noch mal ansprechen und sagen, das ist was, was wir uns auch alle persönlich zu Herzen nehmen müssen. Das eine ist wirklich, dass wir bei allen internationalen Kontakten und immer wieder diese Dinge ansprechen müssen. Es kann keinen Kontakt geben mit einem Land, wo es solche Entwicklungen gab. Wir werden die Gesetzgebung nicht verändern können, aber wir können sozusagen den Finger in die Wunde legen und die Dinge offen ansprechen. Und das zweite ist, dass wir wirklich uns noch mal klarer werden müssen, dass wir bei allen Kooperationen, die wir eingehen, auch gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, wirklich die Orientierung darauf legen müssen, wie wir demokratische, rechtsstaatliche und menschenrechtliche Werte in den Mittelpunkt einer solchen Zusammenarbeit stellen können. Ich glaube, da müssen wir uns immer wieder überprüfen. Ich habe noch 30 Sekunden für den ultimativen Werbeblock. Ich will das immer wieder sagen. Wir haben ein tolles Programm. Da geht es nicht um die Gesetzgebung sozusagen gegenüber Nichtregierungsorganisationen, aber es geht um den Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Das hängt da eng miteinander zusammen. Wir haben ein Programm, das weltweit Beachtung findet. Nicht genug bei allen Kolleginnen und Kollegen hier im Deutschen Bundestag. Das Programm Parlamentarier schützen Parlamentarier oder auch Parlamentarier schützen Menschenrechtsverteidiger. Ich habe noch mal aktuell nachgeguckt. Wir haben jetzt 50 Kolleginnen und Kollegen, die mit in diesem Programm sind, die also Patenschaften übernommen haben für Menschen, die in vielen Ländern der Welt bedroht sind. Ich will ausdrücklich noch mal dazu auffordern, wir haben 630 so ein bisschen ungefähr Abgeordnete in diesem Deutschen Bundestag. Da ist also noch Spielraum. Nochmal, ich will ausdrücklich die loben, die das machen, und will wirklich die anderen bitten, und ein paar sind ja auch unter uns, nehmt euch das zu Herzen, guckt euch das an. Wenn jemand keine Fantasie hat, wen man da aufnehmen könnte, wir haben immer gute Ideen. Vielen Dank, Glück auf. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird